Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Smallland. Unser Haus ist fertig, Slash. Wir haben ganz schön eingerichtet. Nach vielem Hin und Her, ja. Wollen wir mal kurze Roomtour machen? Genau, lass mal kleine Roomtour machen. Genau, ich zoome mal ein bisschen raus. Ja, hier oben haben wir unsere kleine Kochküche. Ein bisschen sortiert, so genau haben wir es noch nicht. Ich muss auch gleich nochmal kramlos werden. Dann kommt hier Slash sein Schlafzimmer. Sehr schön. Und wir haben die Bauteile gefunden, um die Decke komplett zu schließen. Wir hatten beim letzten Mal hatten wir ja die Decke oben so offen und jetzt kann man das so ein bisschen gemütlicher machen. Und mein Schlafzimmer so ähnlich. Ich glaube, bei mir steht nur die Fackel irgendwie anders oder sowas in der Art. Ja. Ja. Mit hier in den Kisten der Ausrüstung für den Winter. Wir haben jetzt ja keinen Winter mehr, von daher können wir das auch wieder umziehen. Was haben wir noch? Dann haben wir hier unten unseren Arbeitsbereich. Da haben wir es so gut es geht gebaut. Ich muss sagen, die Werkmenge sind viel zu groß. Also die Gerberei, ne, haben wir festgestellt, ist ja hier... Das könnte generell alles ein bisschen kleiner sein. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also hier ist unser Lager, was wir noch durchaus erweitern können. Ich packe jetzt erstmal die ganzen Sachen weg, die wir eben noch genutzt haben. Wir haben probiert, den Käfern einen Carport zu bauen. Das Projekt ist leider gestorben, ne, muss man sagen. Ja, das wird nichts. Wieso habe ich ein Feuersteinschwert einstecken? Hast du kein Schwert einstecken? Ich habe ein Schwert einstecken. Hast du vielleicht ein zweites gecraft? Ah, weil ich es abgelegt hatte. Nee, ich habe es abgelegt, deswegen. Gut. Wir haben eine Feuersteinschere dabei. Wir gucken mal ganz kurz auf die Uhr. Wir haben High Noon, da können wir nochmal losziehen. Ja, also wir haben probiert, den Käfern hier vorne einen Carport zu bauen. Das Problem ist, wenn du die Käfer überdachst, die kollidieren irgendwie mit der Decke. Also wir haben es nicht Bescheid hinbekommen, ne? Das war irgendwie schwierig, aber... Ja, und die Käfer-Hitbox und die Hitbox von der Wand, das hat sich irgendwie nicht vertragen. Das ging irgendwie überhaupt nicht richtig, ja. Guti, reit mal los. Wir haben genau. Nämlich beim letzten Mal beim Farmen hat Slash eine Höhle entdeckt. Und da wollen wir jetzt mal kurz rein. Ah, Fackel. Ich habe keine Fackel das dabei. Das ist gut, ich auch nicht. Warte mal, die kommt man doch beim Inventar craften, oder? Ja. Aber da brauchen wir Harz und Holz, okay. Harz und Holz. Wir müssen auch dringend nochmal, wenn wir noch dran vorbeikommen, wieder Harz mitnehmen. Ja. Da haben wir ja, viel zu wenig. Haben wir überhaupt noch Harz? Doch, hier ist noch. Warte, ich mach uns zwei Fackeln. Oh, das ist gut. Soll ich gleich jedem zwei machen? Ja, mach erst mal eine. Dann ist die Freude umso größer. Ey, wenn's Licht Ende ausgeht, der Fackel da unten noch viel Höhle übrig ist. Da, ich hab dir eine hingeworfen. Dankeschön. Da freue ich mich auch drauf. Wenn dann auf einmal so acht Augen leuchten. Nehmen wir meinen Helm aber mit. Leider haben sie es ja noch nicht gepatcht, dass man hier irgendwie das ausblenden könnte. So, ich ziehe mal einen Helm an, bevor ich es vergesse. Und los geht's. Das war so Richtung Ost-Südost, ne? Ja, genau. Wieder Osten raus hier. Ich glaube, hier runter. Ich habe auf der Karte gemerkt, hier wo diese Sandbogen ist. Das ist praktisch unter Scuddy. Okay. Was soll schief gehen? Hey. Oben fliegt aber sehr weit. Wow. Da vom Pilz. Boah. Das war ein echter. Krass. Oh, da hinten bist du. Ja, ja. Wow. Aber ich nehme mir direkt mal Harz mit und hier oben ein paar Pilze, weil wir haben gemerkt, uns ist die Nahrung so langsam ausgegangen. Deswegen sollten wir, wenn wir Pilze. Was ist denn hier? Ah, über mir ist eine Wespe. Eine. Pass ein bisschen auf, ich bin gerade hier an der anderen Ecke. Ah, hier. Ich werde angegriffen. Warte. Ach, oh, ich sehe schon. Ah, dann Alter, die haben die mich rangenommen. Ich hab's überlebt, mir geht's gut. Sehr gut, ich nehme hier auch mal die Pilze mit. Dass wir uns noch mal so richtig vollkochen können beim nächsten Mal. Ja. Schön, dass wir jetzt eine anständige Bude haben. Und wir haben noch Platz für ein Lager, um das zu erweitern. Wenn die nächsten Elemente dazukommen im Spiel. Wie Stein soll ja noch kommen. Ah, du bist da oben. Folgt der mir? Ey, da steht nicht auf Folgen, das ist blöd. Käfer. Ich komme. Oh, geht schon. Bist du klar? Ja. Tot.
Für mich so ein bisschen schlecht zu überblicken, was wir aktuell noch brauchen an Sachen. Ja, das stimmt. Also, weißt du, so brauchen wir Holz wirklich so viel? Wo hat sich denn der Hüpfer schon wieder hin verzogen? Soll ich den mal... Ah ja. Also. Dankeschön. So, dann kannst du mal gucken. Oh. Süden. Ja, passt. Der hat... Hüpfer hat auch einen abgekriegt irgendwo. Süden, keine bisschen Ahnung. Nach rechts. Willst du ihm was zu essen geben? Ich habe noch Glyphen dabei. Nee, geht noch, geht noch. Okay. Das sind keine 10%, aber... Hier so südlich weiter rechts dann. Ja, ich spring mal. Was soll schief gehen? Jo, wir sind genau richtig. Das war doch hier, oder? War das nicht bei den Brettern? Ja. War das nicht hier? Hier waren die Blechdosen. Ach, komm, hier ist der alte Latschen. Oh, Mist. Oh, zwei von denen gleich. Käferinnereien. Nein. Ah, da ist er. Da hinten ist gerade eine Wespe aufgestanden und ich dachte eben, der ist hinter dir, hinter dir, hinter dir. Wow, ich bin ja fast kaputt. Warte mal, ich muss mich erstmal regenerieren. Ich bin fast kapeister gerade gegangen. Das Gift pumpt noch in meinen Adern. Oh, hier liegen ja Schrauben. Und wir brauchen Knobi, stimmt. Wir müssen Knoblauch unbedingt besorgen. Da haben wir zu wenig von. Aber die Pflanze habe ich hier so in nächster Nähe auch auf Anhieb gar nicht mehr gesehen. Ich hau mir jetzt nochmal eine Bandage rein. Die waren mehr oben, ne? In dem alten Gebiet. Mhm. Wo war die Höhle? Jetzt warte mal. Ja, wir sind viel zu weit drüben. Wir müssen hier viel, viel weiter nach links. Okay, du hast Abruf von der Wespe. Ich versuche mal wegzuspringen. Noch immer? Nee? Nee. Ich habe keine mehr. Okay, dann können wir hier die Pilze noch mit... Ah. Hallo, Käfer. Ja, der wäre gegen einen Hammer besser. Ach, jetzt kommt auch noch die Biene. Pass ein bisschen auf mit den Halsschlüpfern. Ja. Die hängen da mitten dran. Boah, die jetzt wollen uns aber alle richtig hart, ne? Boah, wieder Bandage. Wir haben übrigens einen guten Tipp bekommen, den kann ich euch mal mitgeben. Und zwar, wenn ihr hier Sachen mehrfach herstellen wollt. Ich kann es jetzt hier nicht so zeigen, weil hier wenig Sachen sind, die man mehrfach herstellen kann. Aber zum Beispiel Bandagen oder verfeinertes Holz oder sowas. Dann mit der Maus über dem Objekt hovern und dann mit Enter könnt ihr das auslösen. Mhm. Da könnt ihr super schnell 10 Stück herstellen oder sowas, was dem Spieler so ein bisschen noch gefehlt hat. Das ist übrigens ein Feature, das mir persönlich fehlt, ist, dass man die Bandage auf Tasche craften kann. Ja, das stimmt, ja. Ja. Gut, wie geht's den Grashüpfern? Deinem geht's gut, meinem geht's auch gut. Dann esse ich jetzt noch ein bisschen was. Und noch eins. So, jetzt aber ab in die Höhle, bevor es hier Nacht wird. Wobei, da drin ist sowieso egal. Wo war die Höhle? Noch weiter? Irgendwo hier war das. Oder war das eine Ebene höher? Nee, das ist unterhalb hier, ne? Ist unterhalb? Oder? Kann gut sein. Ich meine, das wäre unterhalb gewesen. Ich bring mal hier vorne hin. Ich habe mir nur diese Sandecke gemerkt. Ja, hier ist eine Höhle. Okay, ich komme mal. Oder? Ja, das kommt hin. Ja, hier sind die erste Stück. Zurück. Hier geht's rein. Hinter dir. Ah, da. Ja. Das ist natürlich doch was anderes. Na super, es wird Nacht. Perfekt. Hackel raus. Oh. Oh, Wasser. Oh. Shit. Oh, das wäre fast schief gegangen. Ja, ich bin hinüber. Nein. Mitsamt dem Käfer. Nein. Mhm. Er ist zu weit rein und kam nicht mehr raus. Schade. Dumm gesprungen. Das hatte ich auch schon mal, ne? Mhm. Ja, dann komme ich hoch zu dir, oder? Oder läufst du zu mir rum? Ich lauf runter. Also dein Grabstein liegt hier an der Ecke. Mhm. Von irgendwas werde ich angegriffen. Oh, da kommt was. Warte mal, ich lass mal den Käfer frei.
Da sind wir wieder zurück. Die Sonne ist da, es ist Tag. Und Slash ist auch wieder am Start und wir haben uns repariert. So, ich habe alles eingepackt. Wie viel Platz habe ich noch im Inventar? 2 Plätze. Naja, immerhin. Und dann mehr habe ich schon. Würde ich sagen, ich lasse ihn hier sitzen und lasse ihn despawnen, weißt du, damit er. Weil bevor der auch noch weg ist. Ja, ja, besser ist er. So, Fackel ist am Start. Bitte nicht. Ich glaube, hier gehen wir besser gar nicht lang. Warum? Weil ich da eben durchgeglitscht bin irgendwo. Ich laufe hier über die Beinchen drüber. Warte auf dich. Nur nicht die Steuerungstaste. So, hallo Käfer. Oh, mit ein Stück hier rein. Oh. Da ist er kaputt. So, ganz kurz heilen. Die Musik hat's gerade gemacht. Eieieiei. So, nochmal, jetzt haben wir's. Kurz was Futter? Nö, es passt eigentlich. Ich mach mal die Fackel raus, damit der Zuschauer auf YouTube auch noch was sieht. Ja. Oh oh, ne, hier bloß nicht hin. Was ist hier hinten? Hallo? Da ist Wasser. Ne, ist einfach nur dunkle Stelle. Ende, ne? Ja, aber in die andere Richtung ging es, glaube ich, noch. Steine liegen hier drin. Also hier rüber geht es auf jeden Fall noch. Dann gucken wir da mal weiter. Da sind auch noch Pilze, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Hier ist auf jeden Fall ein Feuersalamander. Aber ich glaube, dass das komplette Gebiet, also wo wir hier die ganze Zeit laufen, ich warte mal auf dich, unterhöhlt ist. Also, weißt du, dass das relativ tief geht? Ja, vermutlich. Wer weiß, was Fisch. Für... Was, das ist ein Fisch? Ach, Skelett. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Das weiß ich nicht. Also, wir können da nach rechts, da sieht es sehr gefährlich aus. Da müssen wir hin. Hier müssen wir hin. Etwas weniger gefährlich aus. Hier liegt auch irgendwas. Okay, warte, ich komm. Die tiefe, dunkle Höhle. Was denn das? Wow. Ein Funkgerät. Das ist ja cool. Meinst du, wir können Notfallsignal senden? Wir Hilfe, wir sind geschrumpft? Da wird uns keiner helfen. Wow, das geht aber. Ach, da hinten geht's dann wieder raus, okay. Okay. Da geht's wieder raus. Wollen wir die Giftpilze mitnehmen? Ich glaube, die können wir auch verkochen. Was siehst du? Eine Wasserflasche. Mal eben gucken. Kannst du mitnehmen? Was steht da drauf? Weil die Aufschrift so toll ist. For water only, do not apply canteen to open flame or burning plates. Also nicht ins Feuer legen. Aber hierhin gibt's noch Pilze, die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Hallo Schabe. Pot. Ich sammle ein bisschen, genau. Dahin geht's nicht weiter, wo du bist, oder? Doch, oder? Doch. Hier geht's auch irgendwo. Moment, ich weiß nicht, ob das... Nee. Geht's nicht weiter? Okay. Gott sei Dank. Ich habe jetzt das gute Essen mir reingezogen. Wir müssen dringend kochen. Wir können jetzt mal gucken, was hier rechts noch ist. Da ging es weiter. Hier sind auf jeden Fall jede Menge Giftpilze. Also ich finde, die könnte man... Hier ist auf jeden Fall nochmal so eine Killerschabe. Wow, okay. Die hat er böse auf die Ömmel gekriegt. Ich glaube, wir nehmen mal die Giftpilze mit, oder? Ich weiß nicht, ob ich noch Platz habe. Warte mal. Ein Inventarplatz habe ich noch. Ja, ich kann das tragen. Ich nehme die. Lass einfach liegen, okay. Ich sammel dann. Okay, dann. Boah, wie viele Pilze hier wachsen auf einer Stelle. Schön. Aber auch gefährlich mit dem Wasser. Ja, ich wollte gerade sagen, den äußersten Pilz spare ich mir, bevor hier gleich wieder Feierabend ist.
Nicht ins Wasser fallen. Nicht aus Versehen die Steuerungstaste und huch. Mhm. Okay, das ist wieder Sackgasse. Gemalt. Ja. Und man kann hier über den Ast drüber gehen. Ich guck mal. Aber dann kommen wir wieder am Eingang raus, glaube ich, ne? Ja, da vorne ist wieder der Eingang. Also jetzt sollte man doch in diesen Teil, der tiefer in die Höhlen geht, rein. Ja, ja, genau. Dann was soll schief gehen? Lauf das einmal eben ab hier. Ich gehe am Walkie-Talkie vorbei und hol Hilfe. Jetzt praktisch die Höhlen wie in Forest. Kämpfst du? Nö, ich mache hier nur die paar Pilze ab gerade. Also ich höre irgendwelche Geräusche aus diesem Teil, wo wir da gerade hinwollen. Ja, ja, ja. Ich meine, was hat den Fisch getötet oder warum ist der Fisch gestorben? Wer weiß das? Ja, der ist bestimmt mit der Flut hier reingekommen, ja, und kam nicht mehr weg. Genau. Der ist also ganz, ganz natürlich verstorben. Ja, absolut. Na? So. Auf jeden Fall haben wir jetzt sehr viel Pilz schon in der Tasche. Zumindest kurzfristig. Zumindest kurzfristig. Also ich habe keinen Inventarplatz mehr jetzt. Gott, diese Geräusche. Hast du gehört? Diese Okay, warte mal, meine Fackel ist gleich weg. Oh Gott, ich sehe hier gar nichts. Geht's denn da weiter? Trotz Fackel. Nee. Geht nicht weiter, ne? Da ist Ende. Ach nein, doch nichts. Schade. Schade, das ist ja blöd. Mhm. Aber man hört diese komischen Geräusche hier aus der Entfernung. Ja, ja, das klingt, als wärst du hier im Augenblick irgendwo in der verlorenen Welt. Gewitter. Ach, das ist ja blöd. Ich habe jetzt echt auf das Abenteuer gehofft hier drin. Machen wir uns mal wieder Licht. Es regnet, hey, das hatten wir lange nicht mehr. Ja, da ist der Grashüpfer ja aus... Hat sich ja gelohnt, dass der freigekommen ist. Ja, der wäre hier drin wahrscheinlich nur kaputt gegangen, ne? Hm. Das stimmt wohl. Na gut. Tja, da du jetzt auch kein Gefährt hast, lauf mir. Und wir boxen hier den Wasserkäfer. Ja. Weil er hat ja Flip abgelenkt, dass er ins Wasser gefallen ist. 76, schön. Na, ja, da hinten ist unser, da müssen wir auch mal ran, ne? Mhm. Da sollte man uns aber vielleicht einen Trank machen, sowas wie einen Ausdauertrank, Lebenstrank etc. Ne? Oh, hier ist einer von den fetten Käfern. Hab ihn. Hier können wir hoch, meine ich, oder? Das ist ja blöd. Mhm. Jetzt müssen wir wieder von diesen grünen Dingern sammeln, damit wir einen zweiten Flip besorgen können. Ja. Oder war es Flop? Das weiß niemand so genau. Das weiß keiner so genau. Aber notfalls laufen wir eh. Ich finde das so ein bisschen unpassend, immer dieses Gehüpfe. Und das ist jetzt der dritte, der irgendwo ins Wasser gefallen ist. Das stimmt. Also wenn man selber stirbt, finde ich es ja noch völlig in Ordnung. Dann müsste aber so sein, dass man mit der Pfeife wiederholen kann. Ja, ja, dass das Tier irgendwo am Wasserrand wartet. Die Regie sagt gerade Flip 4.0. Ich glaube, das ist eher Flip, keine Ahnung. Ja, 7 oder 8. 0. Was ist denn hier für ein... Ja, ich bin ja schon weg. Wo bist denn du? Du bist unterhalb von mir, oder? Ja, ja, ich habe hier einen grünen Käfer hinterm Stein. Ach, du kämpfst gegen den... Okay. Ich wollte hier die Pilze mitnehmen. Ach, shit. Okay, wo müssen wir denn als nächstes hin? Oh, ich habe keine Bandagen mehr. Doch, da. Ich hätte 3, ich könnte eine abgeben. Nee, nee, geht. Hab noch. Gut, wir sammeln uns, gehen nach Hause und sehen uns dann gleich wieder, oder? Mhm. Bis gleich.
So, da sind wir wieder zurück, frisch gestärkt vom Strand. Das war jetzt schon ganz schön Quälerei wieder. Also, wenn man stirbt, dann richtig, ja? Dann hat man seine Sorge, wieder zurückzukommen. Ja, ja, dann geht's richtig. Allein dann den Grabstein wieder zu erreichen irgendwie. Ja, teilweise. Wir gehen jetzt ohne Flip los. Wir wollen heute in Richtung Westen gehen, beziehungsweise wir gehen jetzt Richtung Westen. Und gucken uns hier mal das Gebiet Richtung Westen an. Hier geht's übrigens rüber. Hier ist ein dicke Wurzel. Oh, hier ist ein Wespennest. Und du sagtest, der Knoblauch hat eine gelbe Blüte gehabt, ne? Weiße Blüte. Weiße Blüte. Sollte man auch mal gucken. Schön, dass der Frühling wieder da ist, oder? Ja. Den Winter mochte ich jetzt nicht. Ja, war mal nett, aber... Oh, was ist denn das? Achso, der... Oh, da kommt Slash von hinten und regelt. Harz müssen wir unbedingt mitnehmen. Harz. Ha. Kann man da rein, weil da hängt Harz am Eingang? Weiß ich nicht. Nee. Nee. Bin schwer zu erkennen. Ich mache die Fackel wieder aus. Machen die Fackel aus hier. So, wir wollten nämlich mal gucken, weil in dem Gebiet hier waren wir noch nicht. Ich meine, wir sind uns einig, dass wir wahrscheinlich bei Scuddy die gute Rüstung brauchen, dann ordentlich Elixiere und da müssen wir mal gegen Beetlejuice antreten. Mhm. Ich denke mal, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Oh, hier ist ein... Hier lebt noch jemand. Oh, Blaubeeren. Ja, wir haben den Giftpilz verkocht, den wir in der Höhle... gefunden haben. Haben aber gemerkt, der Giftpilz ist eigentlich eher für Elixiere. Also man kann den... Slash hat uns ziemlich was Feines gekocht. Hier, wo ist er? Da. Gekochter Giftpilz. Der hat zwar 8 Nahrung, aber der ist eigentlich für Tränke notwendig. Was ist denn das hier? Hörst du das? Oh, ja. Ach, das ist so ein... Das klingt nach Fröschen fast, ne? Ja. Da ist auf jeden Fall... Auch so ein Mangrovensumpf unten drunter. Es knackert. Wow. Frösche? Gibt's Frösche? Oh. Der ist übrigens gegen Speer gut empfindlich. Okay. Dann sperre ich ihn mal. Na, kämpft da Wespe gegen... Ja, die kämpfen gerne. Das lassen wir doch mal... Können die bei unter sich klären. Uha, da ist der Moment, auf den ich gewartet habe. Nein, wo, was? Da hinten in der Sonne auf der Wurzel. Da unten. Ach du Scheiße, ja. Ach shit. Haben wir die Scheren dabei? Ja. Okay, warte mal. Ich habe eine. Machen wir die Schere auf die 2. Ach du Kage. Ja, so ein kleiner Krabbelmann. Da ist aber auch Rinde. Wollen wir uns mit der anlegen? Wir legen uns mit der an, oder? Wir gucken uns das mal an. Hallo. Du bist gut, oder? Okay, die sind auf jeden Fall gegen Schwerter. Oh, die stirbt auch noch so, wie sie muss. Oh, ich bin vergiftet. Ja, ja, mit dem Beinchen anziehen, ne? Mhm. Oh. Okay, warte mal. Boah, das Gift tackert aber ordentlich rein. Ich glaube, wir sollten uns definitiv nochmal... Nimm das mal auf hier. Ein Anti-Gift-Zeug. Spinneneintopf. Ich glaube, das war alles, was... Ja. Nehmen wir die Rinde mit, ja, wenn wir schon mal hier sind. Das Harz, das sammle ich ein. Also sie sind auf jeden Fall gegen Schwerter empfindlich. Mhm. Die Frage ist, wo gibt's... Ist hier Seide hier unten? Ne, ist auch Rinde. Die Frage ist, wo wir Spinnenseide jetzt herkriegen, wenn es hier schon Spinnen gibt. Das ist hier die Mistlands, oder? Das ist der Original Valheim, die Mistlands. Die kann man übrigens anscheinend zähmen. Ja, ja. Spinnen kannst du zähmen. Die Spinnen? Mhm. Ach was. Oh,
Hier kann man aber auch gut sterben. Hier kann man hervorragend sterben. Was sind das für Pflanzen? Warte mal. Setzling. Setzling, warte mal. Ups. Okay, geht auf jeden Fall kaputt mit der normalen Axt. Hatten wir den nicht schon mal? Ich meine, der gäbe nur Holz. Nee, Fasernholz und so weiter. Nee. In Verbindung mit Harz könnte man sich unterwegs eine Werkbank machen, ne? Mhm. Also ist in der Menge, wie es hier steht, echt nützlich, um mal einmal aufzustocken. Da unten ist Schilf, guck mal. Boah, das ist aber echt düster hier. Da hinten ist ein Licht, oder? Siehst du das? Ja. Na, direkt Richtung Wissen zwischen den Ästen. Siehst du das? Ja, da leuchtet was. Irgendwas leuchtet da. So, irgendwo muss doch hier ein Abgang sein. Wahrscheinlich hier über den Ast, oder? Dann da hinten runter. Ja, hier geht's runter auf jeden Fall. Auf jeden Fall ändert sich schon mal die Mucke. Warte mal kurz hier hinten, ich will kurz gucken. Ne, ist Wasser, okay. Hat nur reflektiert. Was ist denn hinten? Hier ist ein alter Steg, oder? Alter Vater. Boah, hier geht's echt tief. Hier darfst du nicht über die Kante rüber huschen. Mhm. Ach, die Musik. Das da, oh, ach, da nein. Spinnenweben. Wo? Wenn du hier runter auf den Boden guckst. Ja, ich sehe es, ja. So alles die... klar. Ei, ei, ei. Okay, das Problem ist jetzt, könnte sein, dass jetzt ein Gewitter ist, was uns Aua macht. Aber wir können ein paar Materialien sammeln, dann können wir uns zur Not eine... Okay, notfalls kommen wir hier vorne auch wieder hoch. Naja, das ist genau, ja. die Wege hier erstmal kennenlernen. Vor allem sind wir schon Richtung Ende einer Folge. Ich will das nur mal eben einmal ausprobieren, ob wir denn auch hier hochkommen. Wo bist du jetzt hin? Jetzt habe ich dich verloren. Ich bin über dir quasi. Auf diesem massiven aha. Teilstück. Mal eben gucken, wo ich hier hinkomme, wenn ich hier hochlaufe. Ja, ich glaube, den Ausflug machen wir dann demnächst, wenn wir besser darauf vorbereitet sind. Weißt du so? Ja, kommen wir wieder runter. Ah, da bist du. Okay, du bist über den Ast. Okay. Da ging es übrigens nicht weiter. Da geht's nicht weiter? Nein, da geht's nicht hoch. Das ist schlecht. Der Ast daneben? Ah, da bist du drauf. Ich dachte, du bist auf dem... Ah, warte mal, dann wahrscheinlich der Ast, wo ich hier bin. Ah, ne, da bist du drauf. Der ist nur ziemlich groß. Okay. Ja, dann lass uns mal hier in diese Richtung gucken, dass wir einen Rückweg abklären. Weil hier ist jetzt gerade Gewitter und Dings und Aua und Pipi kalt. Genau. Denk mal hier lang. Ja, wir werden auf jeden Fall hier runtergehen, weil wir brauchen die Spinnenseite. Das ist der nächste Step. Ah ja, hier geht's hoch. Müssen wir uns mal auf der Karte merken, oder? Da ist irgendeine Bank oder sowas. Warte mal. Ja. Okay, merke da, wo diese Kluft rechts von uns ist. Wo praktisch wie so ein Riss in der Karte ist. Damit wir da wieder hochfinden. Dann gucken wir, lass uns noch die Bank angucken. Hey, ist eine alte Parkbank. Wie geil ist das denn bitte? Warte mal, da gehen wir mal hoch. Da ist bestimmt ein Geheimnis drauf. Auf jeden Fall brummt es hier überall ordentlich. Ach, wie man auch halt immer wieder neue Sachen sieht. Guck mal, da oben ist ein Strommast oder was ist da? Guck mal, siehst du das hin? Ja, das ist so ein amerikanischer Strommast oder sowas. Okay. Hier ist ein alter Fotoapparat. Screenshot. Was haben wir denn hier? Weiß ich nicht, was es ist. Eine Omo. Eine Omo. Wer kennt sie nicht? Omo. Made in USSR. Ein russisches Modell. Und hier unten drunter liegt noch irgendwas. Ach, das ist die... Die Hülle. Fotoapparat, ja. Plus Blitz anscheinend. Ja, cool. Ja, dann wissen wir, wo wir den nächsten richtigen Ausflug machen. Nur halt vielleicht mit dem Anti-Gift, weil die Spinne hat schon ordentlich reingezwirbelt. Wenn da zwei von kommen, ist auch schneller Feierabend, als einem lieb ist. Gudi, wir haben eine Höhle begutachtet, die keine spannende Höhle war. Wir haben immerhin Pilze gefunden. Wir haben das Gebiet der Spinnen entdeckt.
Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir dann einen Ausflug in die Tiefen des Spinnengebiets machen. Die Frage ist halt, ist das ein Gebiet, wo wir uns jetzt schon aufhalten sollten? Oder ob wir nicht erstmal den Beetlejuice da... Ich glaube, wir werden erst neue Rüstung brauchen. Erst neue Rüstung, da bin ich auch dafür. Mhm. Ja, bei Skadi mal gucken, was sie genau haben möchte. Und wir sollten jetzt schon jede Menge da haben. Also es sollte eigentlich passen. Gudi, dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.